wichtig. Für mich ging es erst wirklich 2015 los. Durch einen, ich sag's mal, Freund inzwischen, der mich auf die Bahn gebracht hat, mein Hobby zum Beruf zu machen. Weil ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Und habe ihm dann erzählt, was ich so mache, so hobbymäßig. Das war einfach ein Hobby für mich. Und durch das Gespräch mit ihm kam dann so, du machst jetzt, ich besorge dir eine Ausstellung, ob ich darauf Lust hätte, und habe ich auch gemacht. Und seitdem ich das erste Bild gemalt habe, das habe ich auch noch, da habe ich gemerkt, das ist es. Und seitdem male ich. Ich bin kein Mensch, der gerne dicke Bücher wälzt oder sich stundenlang auf einer Schulbank rumdrückt. Das ist einfach nicht mein Ding. Also mein Wissen, alles, was, wie ich es heute mache, das habe ich mir alles selber beigebracht. Also ich probiere aus, ich experimentiere. Genau wie jetzt mit dem Aquarell habe ich immer, ich habe es, glaube ich, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren mal probiert. Habe es nicht hinbekommen, habe es wieder in die Ecke gestellt, meine Acrylfarben rausgeholt. Und jetzt zum Beispiel, ich wusste nicht, wie das funktioniert mit dem Wasser oder wie man das macht. Ich habe das jetzt so lange ausprobiert, bis ich das konnte. Also ich habe bisher auch noch nie einen einzigen Kurs besucht. Ich weiß auch nicht, ob ich das mal hier machen werde. Keine Ahnung. Es bleibt noch offen. Und Inspirationen, die kommen erstmal so hauptsächlich aus dem Gefühl, also wie fühle ich mich an dem Tag, wenn ich jetzt malen sollte. Manchmal brauche ich auch das Internet, um mich auch mal inspirieren zu lassen, keine Frage. Also dann male ich mir auch viel auf, habe auch Skizzenbücher, das habe ich zum Beispiel immer in meiner Tasche. Oder dann finde ich auch Sachen, klar, die auch andere gemacht haben, schön, dann male ich die auch manchmal nach. Meine Kinder inspirieren mich ab und zu, weil die ja doch, das sind halt Kinder, ja, und die sehen die Welt ja doch ganz anders. Ich male auf Holz, auf Metall, auf Glas. Also ich mache Briefkastengestaltungen, die sind ja meistens aus Edelstahl. Lässt sich auch gut bemalen. Ja, also ich probiere viel aus. Also bei den bunten, kreativen Bildern ist es so, da malst du wirklich auch mit den Händen. Du musst das verschmieren und mal Punkte mit den Fingern machen. Wieder einen Pinsel und Zeitung drunter kleben und trocknen lassen. Ja, also total unterschiedlich. Wie entwickelt sich ein Kunstwerk? Auch unterschiedlich. Entweder ich fange an und gucke, was passiert, oder ich habe mein schlaues Buch, wo ich schon Ideen drin habe. Manchmal arbeite ich die auch tatsächlich ab, weil ich die Motive alle schön finde, und dann arbeite ich wirklich, heute male ich das, dann male ich das. Gut, wenn es natürlich geplant ist, wie ich es mache, dann ist es ja klar. Dann habe ich ein Motiv schon, übertrage das, male das. Wenn ich einfach anfange, dann weiß ich auch nicht, dann entsteht irgendwas. Dann male ich manchmal erstmal nur den Hintergrund, so wie bei dem. Und dann steht das da. Und dann geht es erstmal nicht weiter. Manchmal gibt es Bilder, da geht es erstmal wochenlang nicht weiter. Und dann steht das da und irgendwann, ja, jetzt. Und dann geht es weiter. Also wenn ich richtig im Fluss bin und weiß sogar, was ich male, schaffe ich es tatsächlich, dass ein Bild in einer Stunde, anderthalb Stunden fertig ist. Also wenn ich auch keine Unterbrechungen habe. Wenn gute Musik läuft, dann geht das immer ein bisschen zackiger auch.
Es kann die Bilder aber auch noch Wochen dauern. Ich liebe es bunt, ich liebe es knallig. Das ist das, was ich denke, das ist so was Bleibendes. Das fällt halt auf. Und das waren bisher immer die Reaktionen, auch von den Leuten, obwohl ich Ausstellungen bisher gemacht habe, die reagieren alle auf die Farben, weil das eben so krass ist, so kontrastmäßig ist. Und das ist auch so ein, für mich so ein Stück, es ist alles grau draußen, für mich. Und damit gebe ich den Leuten so Farbe wieder zurück. Also für mich ist das auch Lebensqualität. Was Buntes, was Helles, was Freundliches, was bleibt. Ja, wenn alles trist und grau ist, dann fühle ich mich auch irgendwann so. Und ich merke auch immer selber wieder, wenn Leute Bilder kaufen, die halt auch wirklich sehr farbintensiv sind, die freuen sich auch darüber. War endlich mal wieder eine Plexfarbe im Leben. Ja. Und genau da, das ist es auch. Gebäude, was für jemanden war, für einen Investor war. Gut, da hatte ich dann die Vorlage, aber es ist ja dennoch erstmal schwierig, das auf Leinwand zu kriegen. Also ich lehne manchmal auch Aufträge ab, weil ich ganz ehrlich dann sage, das traue ich mir nicht zu. Also da bin ich dann auch ehrlich und offen und sage das dann auch. Und dann ist auch gut, dann verstehen die das auch. Ich habe ja viel, ich sag mal, dazu genommen, gerade weil ich nicht jeden Tag Lust habe zu malen. Also es ist ja auch wirklich total auch stimmungsabhängig. Wenn du halt eine schlechte Zeit hast, weil irgendwas ist, kannst du nicht malen. Also braucht dich was anderes. Daher hat sich rausentwickelt, dass ich zum Nähen gekommen bin, wie diese Stoffis mache für die Kinder. Oder kleine Engelchen gemacht als Anhänger, damit die Leute vielleicht immer irgendwas Kleines, Schönes dabei haben einfach auch. Und sich halt auch an den kleinen Sachen erfreuen. Dann ging es hin zu Präsenten, weil viele immer Ideen haben, aber sie können es nicht umsetzen. Da bin ich wieder so gefordert, da muss ich mir was ausdenken. Und das ist ja immer, es wird ja immer anders. Also selbst wenn ich ein Präsent fünfmal mache, sind es dennoch fünf verschiedene Sachen, weil ich immer irgendwas dennoch anders mache. Ja, und die Leute lieben das. Also jetzt sind es zum Teil Firmen, die immer für Mitarbeiter Präsente brauchen, dann haben die den Kopf frei, müssen sich darum nicht kümmern. Da sind schon so schöne Sachen entstanden und das Feedback dann von denen ist immer total genial. Ja, ich verkaufe meine Bilder und zwar, ich habe zwar eine Webseite, da sind die auch alle drauf. Muss aber sagen, da passiert wirklich fast gar nichts. Aber da können die Leute halt gucken. Okay, also viele Leute wissen, dass ich eine Webseite habe und daher kommen die auch und ich hätte gern das und das. Das meiste passiert tatsächlich, wenn ich auf Kreativmärkten bin, die meistens 2 Tage gehen oder wenn ich Ausstellungen habe.